Früher, da haben die Handys so ausgesehen. Heute sehen sie ja wieder so aus. Das ist 3310, das neueste Gerät von Nokia. Und nicht nur der Name kommt einem sehr bekannt vor. Es ist nämlich einfach ein Remake vom Bestseller, der in den Jahren 2000 bis 2005 gebaut worden ist. Ach, da werden Erinnerungen wach. Aber lange das wirklich im Zeitalter der Smartphones, um zu bestehen? Wir haben es ausprobiert. Ganz kurz zu dem, was das Handy nicht kann. Es hat kein Touchscreen, es hat keinen App Store, es hat kein WLAN. Zum Beispiel auf WhatsApp muss man verzichten. Aber jetzt schauen wir doch lieber noch genauer an, was es wirklich kann. Für 59 Franken nehme ich Nokia einiges reingepackt. Zum Beispiel der Klassiker Snake. Game! Juhui, wie früher mit der Zahlentastatur. Und es macht noch genau gleich Spass. Und süchtig. Muss ich weitermachen? Okay. In Wirklichkeit, der grösste Vorteil von diesem Gerät ist, es ist weniger als 80 Gramm schwer, es ist ultra stabil, klein, kompakt, man kann es überall rein tun und mitnehmen. Und das ist wirklich etwas, was die modernen Smartphones nicht bieten können. Und die Akkulaufzeit ist ein Wunder in der heutigen Zeit. 22 Stunden nonstop telefonieren, 30 Tage Standby, oder? Ich habe das jetzt am vierten Tag hintereinander im Betrieb, nutze es oft und kann auch kein einziges Mal nachladen. Richtig modern sind Musikfunktionen. Ich kann hier eine 32 GB Speicherkarte reinpacken, MP3 Songs draufladen und hören oder aber auch Radio. Entweder mit dem Kopfhörer oder dann über Bluetooth kann ich so eine Box anhängen. Und da zum Beispiel Radio Energy hören. Übrigens, 3310 hat sogar eine Kamera eingebaut, aber nur eine, das heisst Selfies kann man nicht gut machen und nur mit 2 Megapixel Auflösung und naja, Fotos sind dann nicht wirklich genial. Die grösste Schwäche sicher, es wird nur das 2G-Netzwerk unterstützt und das soll 2020 schon abgeschaltet werden. Zudem habe ich im Vergleich zu einem Smartphone mit 4G in Gebäuden immer wieder den deutlich schlechteren Empfang gehabt. Aber für den Notfall kann man sogar ins Internet und nach Ewigkeiten Wartezeit Blick online lesen. Mein Testfazit, das Nokia 3310 ist wahrscheinlich für die meisten Leute ein Zweitgerät. Zum Beispiel für ihre Ferien oder wenn man mal an einem Wochenende nicht möchte von Internet belästigt werden, aber trotzdem erreichbar sein. Charmant, spassig und günstig ist es aber auf jeden Fall.